Guten Tag, liebe Leserinnen. Moment, die falsche Brille noch aufgehabt. Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch zur 201. Geschichtsstunde von Egon, dem zweiten Teil des Jahres 1935. Ja, bevor ich damit loslege, noch ein paar Sachen zu dem, was ich so gestern, wo ich mich dann wieder hingelegt habe und habe so ein bisschen diese Euro-News, Nachrichten nochmal mir angeschaut, die dann immer so in einer Schleife von einer halben Stunde wiederholt werden. Noch ein paar Sachen dazu und auch was noch gestern auch ich schon gepostet hatte. Oder hatte ich es schon gepostet? Es kommt heute. Ja, das Interessante ist, vor ist eine Weile schon her, kam sogar auf den, ich weiß nicht, ob es ZDF oder ARD war, oder eines ihrer Spartensender, wurde berichtet über die Situation in Südafrika, wie sich dort die Lage so ein bisschen hochschaukelt und sich praktisch die Schwarzen rüsten, die Weißen zu verjagen, weil das ja so böse Menschen sind. Und ja, dass es da schon zu Überfällen etc. gekommen ist. Nun hat der Herr Büstron eine Reise nach Südafrika unternommen und hat sich dort mit einer Gruppe getroffen, hat eine Schießübung mitgemacht, halt, weil das angeboten wird, als wenn der Gastgeber einem was anbietet, schlägt man es ja nicht ab. Und natürlich sind das wieder Rechtsextreme, weil natürlich jeder Weiße, hier in Deutschland sind es vor allen Dingen die Deutschen, ein böser Rechtsextremer ist, der sich auch mit Waffen seiner eigenen Haut erwehren darf. Wir sind ja das einzige Volk der Erde, was sich abschlachten lassen muss, ohne sich wehren zu dürfen. Das ist irgendwo Menschenrecht, ich weiß es nicht, aber es ist so. Denn in allen anderen Ländern ist es den Leuten erlaubt, eine Waffe zu tragen und sich zu verteidigen, die auch zu benutzen, wenn es um sein Leib und Leben geht. Hier in Deutschland hat man Gesetze so gemacht, dass man zwar vielleicht eine haben darf, aber dann darf man sie nicht führen und bla bla bla. Und im Prinzip ist es ein nutzloses Ding im Endeffekt. Ne? Ja, nur dazu der Sache mit dem Herrn Büstron und was natürlich wieder Rechtsextreme sein. Ich bin schon mal gespannt, wie sich wieder die gewissen Kreise in der AfD jetzt verhalten, ob sie auch den Herrn Büstron jetzt ganz schnell wieder kalt stellen. Nur weil der Herr Lewenz von der SPD das will, der kleine Hassverbreiter in Rheinland-Pfalz, ich glaube, Lewenz war es mit einem komischen Gesicht, sieht schon aus wie ein SPDler. Ne? Auf jeden Fall kann man, will nicht so nahe drehen, vielleicht war sogar einer von der SPD, auf jeden Fall war es einer von der SPD, der gleich wieder Verfassungsschutz aufgerufen hat. Tja, wir Deutschen müssen uns abmessern lassen. Uns wird das Tragen von Waffen so schwer wie möglich gemacht, um uns unseres Lebens zu erwehren. In anderen Ländern sieht das halt anders aus. Und wie gesagt, wenn große Kreise der sogenannten schwarzen Bevölkerung, weil sie seit 28 Jahren nichts auf die Beine gebracht haben, da unten außer sich gegenseitig jetzt anzugehen, wieder die Weißen dafür verantwortlich machen wollen, für ihr Leid und die Weißen auch mit Gewalt von ihrem Land vertreiben wollen, etc., finde ich das nur ihr gutes Recht, sich dagegen zu wappnen und nicht Kerzen aufzustellen für jeden toten Deutschen und Holländer. Wir wissen ja, die sogenannten Buren waren ja Deutsche und Holländer. So, das dazu. Dann eine ganz neue Nachricht aus Frankreich. Dort hat die Polizei beschlossen, nicht mehr tätig zu werden. Außer in Notfällen, also wenn jemand irgendwo anruft, hier ein Mörder ist in meiner Wohnung, er will mich umbringen, dann kommen die schon noch. Aber sie werden wohl wahrscheinlich Herrn Macron nicht mehr seinen Arsch retten. Also hat er nur noch seine Schlägertruppen, seine schwarz gekleideten Schlägertruppen, die auf Geheiß der EU arbeiten, um die französische Bevölkerung niederzuknüppeln. So wie das die Zionisten, Kommunisten und Bolschewisten schon immer gemacht haben. Leute, die um ihr Recht kämpfen, einfach zusammenzuschlagen, über den Haufen zu schießen und sonstiges. Kennen wir aus der Zone, kennen wir aus der Weimarer Republik und kennen wir auch in den letzten Tagen von den Bildern aus Frankreich. Ja, und als letztes, vielleicht hat es das eine oder andere schon mitbekommen, in Belgien
hat es den Herrn Michel endgültig erledigt, weil dieser zionistische, arrogante Dreckskerl einfach nach Marrakesch fährt und das Ding unterschreibt, obwohl die belgische Bevölkerung dagegen ist, obwohl seine Regierung auseinandergebrochen ist schon zu dem Zeitpunkt, er gar keine Mehrheit mehr hat und gar keine demokratische Befugnis mehr hat, dies zu tun. Ja, so langsam werden wir wohl die einzigen bleiben von den großen Ländern in Europa, die, wie soll ich sagen, Zuwanderungsland sind für diese ganze Weltbevölkerung, wo man ja alle möglichen Gründe auch findet, warum die Asyl kriegen können, wenn morgen irgendwo ein Vulkan ausbricht oder ein Erdbeben ist, dann machen die Grünen auch noch da draußen Asylgrund, dass sie zu uns kommen können. Ja, schauen wir mal, wie sich das in Belgien noch entwickelt. Die meisten sind ja eh dort Wahlen. Wollen wir mal schauen, wie die Bevölkerung die roten, linken und grünen Zionisten, Kommunisten und Bolschewisten dort hoffentlich abstrafen. Ja, das soll so zu den aktuellen Ereignissen kurz vorher wieder gewesen sein. Gestern ist ja ziemlich lang geworden, fast 50 Minuten, aber es geht halt nicht anders. Gerade in der jetzigen Zeit, wo man jetzt sehen, bedarf es doch immer der ein oder anderen genaueren Kommentierung und Erklärung zu dem ein oder anderen Sachverhalt. Ja, gestern hatten wir geendet bei dem ersten Teil zum Jahre 1935 mit dem Urahn des VW Käfers. Erdacht und erbaut und in die Wege geleitet, ohne jede Zuwanderung, nur mit deutschem Köpfchen. Ne? Der Porsche war zwar Österreicher, aber wir wissen ja, Österreicher sind auch Deutsche. Weiter geht's. Heute mit dem 5. März 1935. Tote zur Abschreckung. Die Polizei im kalifornischen Los Angeles führt drastische Erziehungsmaßnahmen für Verkehrssünder ein. Künftig muss jeder Kraftfahrer, der die Verkehrsregeln missachtet, im örtlichen Leichenschauhaus die Leichen der bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommenen Personen ansehen. Hintergrund dieser Maßnahme ist die im Zeichen der Motorisierung ständig steigende Zahl der Verkehrstoten in US-amerikanischen Großstädten. Weiter geht's mit dem 7. März 1935. In Daytona, US-Bundesstaat Florida, stellt Malcolm Campbell mit 445,486 km/h einen Geschwindigkeitsrekord für Automobile auf. Nur gut, dass sie die Deutschen 13 Jahre lang außer Gefecht gesetzt haben, konnten die Amerikaner plötzlich überall glänzen. Weiter geht's mit dem 11. März 1935. Putsch niedergeschlagen. In Griechenland schlagen Regierungstruppen einen Militärputsch unter Führung des ehemaligen griechischen Premierministers Eleftherios Venizelos nieder. Die Erhebung republikanischer Truppen richtet sich gegen die Regierung Konstantinos Tsaldaris, deren republikanische Gesinnung bezweifelt wird. Das Scheitern stärkt die reaktionären Kräfte, die die Rückkehr König Georgs II. Auf den Thron unterstützen. Ja, das war, wenn ich mich recht entsinne, derjenige, der dann Griechenland im Ersten Weltkrieg gegen uns gehetzt hat. Ne? Ich glaube, es war der Venizelos. Ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber einfach mal zurückblättern in die Zeit. Da wissen wir das dann wieder, da steht es genau drin. Dafür gibt es ja Bücher, um nachzublättern. Oder meine Videos, um nochmal nachzuschauen. 16. März 1935, Randbemerkung. In Mekka scheitert ein Attentatsversuch auf den König Saudi-Arabiens, Ibn Saud Abd al-Aziz III. Die drei Täter können überwältigt werden. Und bevor ich den nächsten Artikel mache, weil der ziemlich lang ist, erstmal einen Schluck Milch. Noch ein Stückchen Käffchen dahinter. Ja, und da kommt das, was leider ja durch einen Baron von Münchhausen bei uns wieder abgeschafft worden ist, um eine Legionärsarmee aufzubauen.
die sich keines Volkes mehr verpflichtet fühlt, sondern nur noch den zionistisch-bolschewistisch-kommunistischen Machthabern in unserem Land. Und dieser Mann hieß von und zu Gutenberg. Der hat jetzt nicht mit zu tun, aber mit der Abschaffung dessen. 16. März 1935, Wehrpflicht in Deutschland. In einer Erklärung an das deutsche Volk gibt Adolf Hitler über alle Reichssender die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht bekannt. Das Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht sieht bis 1939 die Schaffung von 36 Divisionen mit 580.000 Mann vor. Damit sagt sich das Deutsche Reich von dem im Versailler Vertrag festgelegten Truppenbeschränkungen los und bestätigt gleichzeitig offiziell die insgeheim seit der Machtübernahme betriebene Aufrüstung. Schon die Tatsache, dass Hitler im Februar vor dem Kabinett den Besitz einer schlagkräftigen Luftwaffe verkündete, war ein Beweis für die verstärkten Rüstungsanstrengungen im Deutschen Reich. Die instabile politische Lage in Europa führt Mitte der 30er Jahre in vielen Ländern zu verstärkter Aufrüstung. Am 4. März 1935 gibt die britische Regierung in einem Weißbuch erstmals seit Kriegsende die Aufrüstung ihrer Streitkräfte bekannt. Einen Tag vor Hitlers überraschender Ankündigung beschließt das französische Parlament eine erhebliche Verlängerung der Wehrpflicht. Aha. Obwohl das Deutsche Reich zwischen 1933 und 1938 etwa dreimal so viel Geld für militärische Zwecke ausgibt wie Frankreich oder England, sind die allgemeinen Rüstungsmaßnahmen für Adolf Hitler ein willkommenes Argument für den Bruch der Versailler Bestimmungen. Propagandaminister Joseph Goebbels weist darauf hin, dass das Reich seinen Abrüstungsverpflichtungen des Versailler Vertrages nachgekommen sei. Es seien unter anderem 15.714 Flugzeuge, 26 Großkampfschiffe und 315 U-Boote zerstört oder ausgeliefert worden. Der ausländischen Aufrüstung dürfe das Deutsche Reich jedoch nicht ausgeliefert werden. Einen hundertjährigen Frieden würde die Welt nicht nur ertragen, sondern er müsste ihr von unermesslichem Segen sein. Eine hundertjährige Zerreißung in Sieger und Besiegte aber erträgt sie nicht. Zitat Ende. Tja, wir sehen ja, was da draus wird. 100 Jahre haben wir jetzt rum. Wir sind die Zahlmeister für die ganze Welt mit allen möglichen Begründungen. Andere, die die Welt so aufgeteilt haben, wie sie heute sind und dadurch die Konflikte geschaffen haben, die wir überall in der Welt heute haben, und selber durch Machenschaften, durch selbst inszenierte Putsche etc. ins Verderben stoßen, die wollen sich aus allem raushalten. Wir sind die einzigen Doofköppe, die den Migrationspakt unterschreiben von den entscheidenden Ländern. Alle anderen ziehen sich nach und nach aus. Und damit muss Schluss sein. Und ab 2019 wird das Zeitalter beginnen, wo das Ende dieser von Zionisten gestreuten Zwietracht in Europa und der Welt beginnen wird. Habe ich das Gefühl. Ja. Weiter geht's. Wo waren wir? Da. Nicht so begründete Goebbels die deutsche Wiederaufrüstung. In der Folge ließen der deutschen Rüstungsindustrie, in der Folge fließen der deutschen Rüstungsindustrie gewaltige staatliche Mittel zu. Im Interesse der Wiederherstellung seiner Ehre hat das Volk die schweren Lasten der Wiederbewaffnung zu tragen. Als Reaktion auf die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland treffen sich am 11. April im italienischen Stresa die Regierungschefs Frankreichs, Großbritanniens und Italiens zu einer viertägigen Konferenz. Das Treffen am Lago Maggiore endet mit einer Erklärung der Stresa-Front. Die drei Mächte verpflichten sich in ihrem Vertrag, sich mit allen geeigneten Mitteln jeder einseitigen Aufkündigung von Verträgen zu widersetzen, durch die der Friede in Europa gefährdet werden könnte.
Zudem wollen sie Deutschland international unter anderem in einem Ostpakt einbinden. Außerdem streben die drei Mächte einen Luftpakt an, in den neben den Stresa-Mächten auch Deutschland und Belgien integriert werden. Ja, ihre schönen Pakte immer, um anderen das zu verwehren, was sie selber tun. Das haben wir ja jetzt auch mit diesem Atomabkommen, ne? Wenn sich der Zionist aufrüstet bis an die Zähne, dann muss das die ganze Welt akzeptieren, weil das ist ja denen ihr Recht auf Verteidigung. Wenn andere merken, oh, die wollen sich nicht nur verteidigen, die wollen uns hier kalt stellen und dann versuchen dasselbe zu tun, dann schließen sie alle, die Zionisten der Welt, untereinander Pakte, um das zu verhindern. Und deswegen sage ich immer wieder, weder der Völkerbund damals noch die heutige UNO vertritt irgendwelches Völkerrecht. Sie vertritt das Recht der Zionisten, die Welt nach ihrem Gusto aufzubauen und zu beherrschen. Wenn es ein Völkerrecht gäbe, würde nicht an erster Stelle das Staatenrecht stehen, sondern das Recht der Völker auf Selbstbestimmung, wie auf der Krim, die sagen, wir möchten zu Russland gehören und nicht zur Ukraine. Ne? Ein paar wenige sind da anderer Meinung, aber von der Abstimmung her wissen wir ja, über 90% sagen, wir wollen Mitglied des russischen Reiches oder Russlands sein und nicht mehr in einem Land leben, in dem ein Irrer regiert, der seine eigene Bevölkerung, Teile seiner eigenen Bevölkerung abschlachten lässt. Ja? So, das ist Völkerrecht und das, was die UNO vertritt, ist zionistisches Weltmachtsgebaren, sonst nichts. Weiter geht's mit einem Bild der Bekanntgabe. Der Wiedereinführung der Wehrpflicht folgt eine große Militärparade im Berliner Lustgarten. Und auch das haben die bösen Nazis, der böse Adolf Hitler, genau richtig gemacht. Warum sollen wir akzeptieren, dass bei uns jederzeit fremde Mächte einfallen können? Wir sind vollkommen wehrlos. Und da haben wir noch ein Bild. Propagandaplakat für die deutsche Kriegsmarine aus dem Jahre 1936. Freiwillig zur Kriegsmarine. Tja. Und das Gute ist, damals hatten wir noch eine deutsche Jugend, die sich so nennen konnte. Und die waren stolz drauf zu sagen, ja, ich gehe zur deutschen Marine. Heute rennen sie rum und setzen sich in Baumhäuser im Hamburger Forst, weil sie verblödet worden sind von der zionistischen Umerziehung seit 1945. Weiter geht's mit einem Fokus. Arbeitsbeschaffung mit öffentlichen Aufträgen und Aufrüstung aus der Krise. Ja, wie machen wir es denn heute? Das Programm des Herrn Heil. Heil, heil, ne, können wir da nur sagen. Das ist genauso eine Verarsche, bloß der Unterschied ist, damals wurde wirklich was geschaffen. Heute werden die Leute eingesetzt, um Sachen zu tun, die kein Schwein braucht. Nämlich irgendwelchen nicht Sozialhilfeempfängern, irgendwelchen Zuwanderern Arsch zu pampern und sonstiges. Ne? Und in Maßnahmen, wie bewerbe ich mich und all so ein Dreck. Ne? Ja. Und dann haben wir natürlich auch die Aufrüstung. Damals haben wir uns selber gerüstet, heute rüsten wir Saudi-Arabien, Israel und sonst wen und die Türkei und alle möglichen auf. Mit unserem Arbeitsbeschaffung, mit unserer Rüstungsindustrie und unserer eigenen Armee liefern wir nur Schrott. Auch noch 1935 versuchen die Industriestaaten, die Folgen der Weltwirtschaftskrise, die mit dem New Yorker Börsenkrach 1929 begann und Anfang der 30er Jahre auf ihrem Höhepunkt war, in den Griff zu bekommen. Im Zentrum der Bemühungen steht in Deutschland und anderswo der Abbau der nach wie vor hohen Arbeitslosigkeit. Die meisten Regierungen vertrauen dabei nicht mehr, wie noch in den 20er Jahren, der Selbstregulierung des Marktes, sondern greifen selbst aktiv in die Wirtschaft ein.
Öffentliche Investitionen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sollen die Beschäftigungslage verbessern. In den USA und in Skandinavien verbindet sich mit dieser Politik eine Stärkung demokratischer Rechte und die Verbesserung der sozialen Absicherung der Arbeiter. Während die nationalsozialistische Regierung durch ihre Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf den ersten Blick eine ähnliche Politik betreibt, forciert sie gleichzeitig den systematischen Abbau von Arbeitnehmerrechten. Ich sag mal so, wenn ich genug Geld verdiene, ein Dach über dem Kopf habe, was ich bezahlen kann und ich mein ganzes Arbeitsgeld dafür auf den Tisch legen muss, wenn ich Licht, Strom, Wasser, alles habe, was ich brauche, da brauche ich nicht irgendeine dämliche Gewerkschaft, die eh meistens nur Nachteiliges für den Arbeitnehmer aushandelt, beziehungsweise die eine Hälfte gegen die anderen ausspielt, damit sie einen Kompromiss schließen können. Ja, aber so wird halt immer wieder, das ist halt das, was auch in diesem Buch, auch wenn es im Großen und Ganzen neutral gestaltet ist, nicht ausbleibt. Man muss halt dasselbe, was wir getan haben zu der Zeit, immer schlecht hinstellen, während die Amerikaner und alle tollen Menschen der Welt nur das Richtige mit denselben Maßnahmen getan haben. Ja, ich hoffe, dass Leute langsam munter werden und feststellen werden, dass zwar nicht alles richtig war zu der Zeit, aber viele Sachen nicht viel anders waren als das, was heute abläuft und was damals in vielen anderen Staaten der Welt abgelaufen ist. Und nur weil man uns fertig gemacht hat, dass alles als schlecht dargestellt wird. Ne? Weiter geht's mit der ersten Überschrift zu diesem Fokus. Immer weniger Arbeitslose. Im Deutschen Reich ist die Arbeitslosigkeit von 29,9% im Jahre 1932 auf 10,3% im Jahre 1935 gesunken. Was in diesem Ausmaß international einzigartig ist. So konnte in den USA die Arbeitslosigkeit im gleichen Zeitraum lediglich von 23,6% auf 20,1% verringert werden. Adolf Hitler scheint mit seiner 1933 geäußerten Prognose recht zu behalten. Zitat: Binnen 4 Jahren muss die Arbeitslosigkeit endgültig überwunden sein. Gleichlaufend ergeben sich die Voraussetzungen für das Aufblühen der Wirtschaft. Zitat Ende. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Deutschen Reich lässt sich vor allem auf 3 Faktoren zurückführen: gestiegene öffentliche Aufträge zur Aufrüstung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und das Verdrängen bestimmter Personengruppen vom Arbeitsmarkt. Auf allen 3 Gebieten bringt das Jahr 1935 wichtige Entwicklungen. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht und der offizielle Aufbau einer deutschen Luftwaffe markieren formal den Beginn einer massiven Aufrüstung. 1935 pumpt die Regierung über 5 Milliarden Reichsmark in die Rüstung. Das ist weit mehr als alle übrigen öffentlichen Investitionen verschlingen. Ja, die hatte man ja auch kaputt gemacht in der Weimarer Republik. Unter den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ragt das Projekt Reichsautobahn heraus, das nicht nur aus beschäftigungspolitischen, sondern auch aus militärstrategischen Gründen begonnen wurde. Für den Bau der Autobahn wendet die Regierung 1,9 Millionen Reichsmark auf. Und da haben wir noch ein Bild. Der Bau der Reichsautobahn gehört zu den größten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Dritten Reich. Ja, das hat natürlich Amerikaner, Briten und Franzosen mächtig gewurmt, kurz gesagt diesem zionistischen Wirtschaftssystem, dass es in dem Land, wo dieses System abgeschüttelt worden war, so voranging. Das musste irgendwie verhindert werden, genauso wie man jetzt beim Brexit verhindern will, dass die Briten ihren eigenen Weg gehen, um kein Paradebeispiel zu schaffen. Und dagegen gehetzt wird und ihre ganzen zionistischen Experten, die sie da in der Wirtschaft eingeschleust haben und sonst wo, natürlich für alle möglichen Untergang des britischen Weltreichs, das es nicht mehr gibt, warnen. Bla bla bla. Genauso haben sie es damals gemacht. Die haben gesagt, oh Scheiße, bei den Deutschen läuft so super. Na, da tut sich was. Es gibt, wir haben es gelesen, was überall los war in der Welt. Überall niedergeschlagene Aufstände von Arbeitnehmern.
weil sie nichts mehr zu fressen hatten etc. In Deutschland hat man davon nichts mehr gehört. Dort ging es nur noch bergauf, dort wurde gebaut, geschaffen, aufgebaut. Ne? Und die Leute waren alle, ja, wie soll ich sagen, standen alle hinter der Sache. Das musste ultimativ verhindert werden, dass so ein Paradebeispiel in der Welt geschaffen wird. Und genauso haben wir das heute überall. Überall, wo solche Paradebeispiele geschaffen werden, müssen sie ultimativ vernichtet werden. Und wenn es mit Sanktionen erstmal ist und wenn die nicht reichen, wird bombardiert. Begleitet von Fritz Todt, Rechts, Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen, kontrolliert Reichskanzler Adolf Hitler Mitte die Baufortschritte an einer Brücke über den Inn nahe München am 4.12.1934. Ja, schau an. Die Leute, die kamen damals aber zwischendurch, haben geguckt, wie es läuft. Heute kommen sie nur, wenn nach 20 Jahren der Flughafen vielleicht mal fertig ist, um das Band zu durchschneiden und große fette Fresse zu haben und Reden zu schwingen, wie toll sie das alles hinbekommen haben. Ja, wir haben auch von der Philharmonie in Hamburg und. Ja, weiter geht's. Mit dem nächsten Artikel aus diesem Fokus. Verdrängung vom Markt. Durchschnittlich sind 90.000 Personen mit Tiefbauarbeiten beschäftigt. Die neue Wehrpflicht sowie der ab 1935 nicht mehr freiwillige, sondern obligatorische Arbeitsdienst sorgen dafür, dass Hunderttausende junger Männer für eine gewisse Zeit vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden. Ja, das war aber ganz genau richtig. Da haben sie mal ein bisschen gelernt, was Arbeiten bedeutet, was es bedeutet für die Gemeinschaft, was zu tun. Und ich sagte schon, wo ich noch jünger war, so zwischen 1925, 1825, da hat mich das nicht gestört. Was haben wir alles gemacht, gerade nach der Wende, um wieder Fuß zu fassen? Ja, das Perverse am heutigen System ist, dass man sich um diese Leute drumherum windet, die vor allem die SPD, denen mal ein bisschen wieder Disziplin beizubringen, während man bei den 40, 50, 60-Jährigen alle möglichen Maßnahmen ergreift, dass die noch bis 70 oder 80 arbeiten können. Ne? Das ist der Krebsschaden in diesem tollen neuen System. Ne? Wie gesagt, ich kann da nichts Schlechtes daran finden, wenn man da gesagt hat, Leute, macht erstmal was für das Land, dann könnt ihr danach mitdiskutieren. Ja? Einen ähnlichen Effekt erzielen die Nationalsozialisten, indem sie Frauen im NS-Staat ausschließlich auf eine Mutterrolle festzulegen versuchen. Ja, wenn ich ordentlich belohnt werde wieder, dass geachtet wird, wenn ich eine Familie schaffe, mit vielleicht drei, vier, fünf Kindern ist es vielleicht normal, dass man da so viel zu tun hat. Und wie gesagt, wir sehen doch heute, wo eure angebliche Gleichberechtigung hinführt, der Ausbeutung der Frauen. Und dann tut ihr immer so, als ob ihr was dagegen tun wollt. In Wirklichkeit wisst ihr, dass das gar nicht möglich ist. Ne? Ihr schafft nur eines, indem ihr dann den Männern was wegnehmt und aber nicht im gleichen Maße den Frauen was dazugebt, dass die Armut immer größer wird. Ja, alles nur scheinschöne Sachen, die da diese Sozialdemokraten, Grünen, Linken etc. verkünden und durchsetzen wollen. In Wirklichkeit machen sie damit jedes Familienleben kaputt. Sie machen jede Gemeinschaft kaputt. Sie machen jedes Sozialwesen kaputt, weil es nicht mehr funktioniert, weil es so nicht funktionieren kann. Ne? Ja, da haben wir das. Frauen, die als Doppelverdiener das Einkommen ihrer Ehemänner aufbessern, sind Drangsalierungen von staatlicher Seite ausgesetzt. Darlehen werden nur dann vergeben, wenn sich die Frau verpflichtet, nicht zu arbeiten. Trotz guter Konjunktur und Belebung der Produktion bewegen sich die Löhne im Deutschen Reich 1935 etwa auf dem Niveau von 1932. Als die Weltwirtschaftskrise auf ihrem Höhepunkt war und deutlich unter dem Niveau des Jahres 1928. Dies ist möglich durch das 1934 in Kraft getretene Arbeitsgesetz, nachdem die Regierung unter anderem die Lohnhöhe festsetzen kann. Streiks gelten als gesetzwidrig. Sogenannte Treuhänder der Arbeit, die vom Arbeitsministerium eingesetzt werden, überwachen Tarif- und Betriebsordnungen.
Eine Tarifautonomie existiert damit nicht mehr. 1935 finden letztmals Vertrauensrätewahlen in den größeren Betrieben statt. Tja, ich will mal kurz gucken, dass ich nicht übersehen habe. Genau, haben wir alles. Ja. Im Übrigen, in USA, in Großbritannien, in Frankreich, überall auf der Welt war dieses Bild Mann und Frau, Ehe, Frau, Ehemann, genauso, genauso. Dort wurde es durch andere Sachen zementiert. Man muss sich ja, wie ich habe es schon mal angeführt, man muss sich ja mal vor Augen halten, wie viele Arbeitslose es damals gab. Und dass es natürlich dann nur im Interesse sein kann, auch der gesamten Familie, wenn jede Familie einen guten Verdiener hat und man das gefördert hat, ist doch ganz logisch, ist doch ganz logisch. Aber davon spricht keiner, dass es in Großbritannien genauso in Anführungszeichen konservativ in dieser Beziehung noch zuging, in Frankreich, in Italien, überall auf der Welt. Ja, sogar von ihrem geliebten Papst, den sie immer überall so anführen heute, wurde in der Enzyklika 1930 das festgelegt, dass das gefördert werden soll, dass Ämter sich dahingehend positionieren sollen. Es wird immer den Deutschen so rübergebracht, als ob das alles eine Erfindung der Nazis war, als ob das alles bösartig gegen die Frauen war. Dabei war es auf der ganzen Welt damals noch so. Ne? Da gab es keine Quoten, dass Dummköpfe wie Frau Giffey auf einmal Minister werden können. Gab es auch Frauen, die sich durchgesetzt haben, gab es auch im Deutschen Reich mit Leni Riefenstahl, weil sie was konnten, weil sie was auf der Kirsche hatten, im Kopf. Aber da ist niemand gefördert worden, nur damit eine Quote stimmte. Ne? Und deswegen sage ich, das ist das, was ja halt das Problem ist, wenn heute aus dieser Zeit von unseren angeblichen Historikern berichtet wird, dass immer so getan wird, als ob das alles nur in Deutschland war. Nein, das Weltbild war damals noch so. Sicherlich gab es in anderen Staaten, die gab es auch in Deutschland auch, welche, die eine andere Meinung hatten und bla bla bla. Aber im Endeffekt war das überall dasselbe. Und trotzdem haben wir es geschafft, in dieser Zeit die Arbeitslosigkeit um 20% zu senken, während das den Amerikanern nur um 9% gelungen ist. Ne? Und deswegen sage ich, das ist das Problem. Man versucht hier ganz bewusst immer wieder unsere Geschichte so darzustellen, dass man es aus dem Kontext der Zeit reißt, um es aus heutiger Sicht als schlecht darzustellen. Natürlich, wenn ich ein Auto von heute mit der Auto von 1935 vergleiche, kann ich durch das von 1935 fast immer nur verlieren, ne? Von der Technik, von dem Fortschritt her. Aber das kann man nicht. Man muss die Zeit in sich vergleichen. Und dort auch das, was in anderen Ländern und auf der Welt vor sich ging. Aber das ist hier in diesem Land nicht gewollt. Von diesem roten Abschaum, von diesem linken Abschaum, auch von diesem schwarzen Abschaum, weil die Zionisten, dank der Zionisten, ihre Partei gründen durften. Der FDP, die angeblich Liberalen, die immer schön dabei sind, wenn hier die Überwachung ausgeweitet wird, etc. Immer nur so kurz Redner, wenn sie aufs Eingemachte geht, die Hände mitheben und wenn ihr euch vergessen, Grüne, Linke, Rote. Das ist so eine Frechheit, unsere Geschichte immer aus dem Kontext zur Zeit zu reißen und dann sie madig zu machen. Und wenn man sich's genau betrachtet und die gesamte Welt betrachtet zu der damaligen Zeit, war es nicht viel anders woanders. Ne? Bloß wir waren erfolgreicher zu der Zeit und das ist heute immer noch vielen, vielen, vor allem den Zionisten, ein Dorn im Auge. Weil das Gegenbeispiel hätte werden können zu dieser zionistischen Wirtschaftssystem, was uns heute alle kaputt macht. Ne? Von ewigem Wachstum etc. Zum Beispiel, wenn die Preise nicht steigen, wenn meine Wohnungskosten nicht steigen, wenn ich im Gegenteil vielleicht manche Sachen sogar wieder günstiger kriege, etc., weil sie da sind. Ne, da brauche ich ja nicht unermessliche Lohnsteigerung. Das war damals der Fall. Ne? Ne? Da kostet halt der Brötchen dann immer noch so und so viel Pfennig oder was weiß ich. Ne? Das war das aber nach 3, 4 Jahren immer noch so. Und nicht wie es heute ist, dass der Zionist daran arbeitet, dass die Inflation steigt.
Na, weil dann kann er ja nur ohne Geld, ohne Arbeit Geld verdienen. Das heißt, wenn immer wieder was obendrauf kommt, obwohl es gar nicht notwendig ist, kann der Zionist sich dieses Wirtschaftswachstum immer schön einsacken und kann weiterhin, ohne dass er was dafür getan hat, seinen Lebensstil frönen. Das ist das zionistische Weltwirtschaftssystem des ewigen Wachstums, was aber nicht notwendig wäre, wenn man nicht die Inflation antreiben würde durch Maßnahmen von Währungen, Banken etc. überall. Ne? Wie gesagt, wenn wir noch dieselben Preise hätten wie vor 20 Jahren, wenn wir dieselben Löhne haben wie vor 20 Jahren, wird es uns noch besser gehen als mit den Löhnen, die wir heute haben. Ne? Ist einfach so. Sollte mal jeder drüber nachdenken. Ne? Na, dann haben wir hier das nächste. Kontrolle von oben als letzter kurzer Abschnitt dazu zu dem Fokus. Die Vertrauensräte sind 1934 anstelle der zerschlagenen Betriebsräte eingerichtet worden, haben aber weniger Rechte als diese und werden darüber hinaus vom Betriebsführer und NS-Funktionären ernannt. Mit dem Wegfall der Wahlmöglichkeit der Vertrauensräte fällt im Deutschen Reich in der Folgezeit eine der letzten Fassaden demokratischer Mitbestimmung. Das werden aber wesentlich weniger Arbeitslose als die Amerikaner mit ihrer demokratischen Mitbestimmung. Ja, Prost. Und es gab nirgendwo Umsturzversuche der Arbeiterschaft, wie es in Belgien, Niederlanden, Frankreich, überall war, die dann blutig von den Demokraten niedergeschlagen wurden. Weiter geht's mit der letzten Doppelseite heute. Und da haben wir den 22. März 1935. Start für Fernsehprogramm. Reichssendeleiter Eugen Hadamowski eröffnet im Berliner Reichspostmuseum das erste regelmäßig ausgestrahlte Fernsehprogramm der Welt. Ein fahrbarer 10-Kilowatt-Sender oder KW-Sender, den die 10 Kilowatt stimmt ja, den die Firma AEG für die Reichspost gebaut hat, überträgt in Zukunft dreimal wöchentlich 90-minütige Sendungen, die in öffentlichen Fernsehstuben gesehen werden können. Die montags, mittwochs und samstags zwischen 20:30 Uhr und 22 Uhr von der Reichsrundfunkgesellschaft ausgestrahlte Übertragung heißt Spiegel des Tages und kombiniert Ausschnitte von Filmen mit Wochenschauteilen. In den Mitteilungen der Reichsrundfunkgesellschaft heißt es im September 1935 zum Zweck des neuen Mediums, Zitat: Wenn wir wollen, kann die intensive Propaganda des gesprochenen Wortes morgen schon ergänzt werden durch die noch intensivere, unwiderlegbare Propaganda des mit eigenen Augen Geschauten. Punkt, Punkt, Punkt. Darum ist Fernsehen kein Luxus, sondern eine politische Notwendigkeit der nationalsozialistischen Volksaufklärung und Propaganda. Arbeitet für die Einführung des Fernsehens und ihr arbeitet damit für den endgültigen Sieg der nationalsozialistischen Idee. Zitat Ende. Diesen Vorstellungen entsprechend besteht die erste Fernsehsendung aus Zusammenschnitten von NSDAP-Kundgebungen und Bildern der Berliner Heldengedenkfeiern. Die besonders von Propagandaminister Josef Goebbels gehegte Hoffnung, Fernsehen im großen Maßstab als Propagandainstrument neben dem Rundfunk einzusetzen, ist 1935 allerdings noch nicht zu verwirklichen. Fernsehempfänger sind noch selten und zu teuer für eine Massenverbreitung. So können die Sendungen nur in öffentlichen und kostenlosen Fernsehstuben angesehen werden. 11 solcher Räume werden in Berlin, einer in Potsdam eingerichtet. Und da haben wir noch ein Bild von einem dieser Fernsehempfänger. Fernsehempfänger von Telefunken um 1935. Bei den ersten Fernsehgeräten ist der Bildschirm noch sehr klein. Ja, auch darüber regt man sich natürlich auf, wie man das Fernsehen für die Propaganda missbraucht hat. Na, da wollen wir mal überlegen und uns heute unsere Programme anschauen. Was wäre wohl da in diesen dreimal 90 Minuten pro Woche gekommen?
Ansprachen von der SPD, von der Kanzlerin, Bilder von armen Flüchtlingen, die flüchten und wir verpflichtet sind, sie dann aufzunehmen. Dann Lügen über den Migrationspakt, dass das alles unverbindlich ist und uns da gar nichts dadurch beeinträchtigt und. Das wäre das gewesen. Aber jede Wette, was wir in diesen 3x90 Minuten in der Woche zu sehen bekommen hätten und dann noch Filme, Ausschnitte, Hinweise auf Schandwerke und Machwerke vom Herrn Schweiger, in dem wieder gezeigt wird, wie doof die Deutschen im Zweiten Weltkrieg waren oder die Judenverfolgung und alle solche Sachen. Ne? Das hätte man in diesen 3x90 Minuten untergebracht. Und ganz zum Schluss hätte man gesagt, ja, ich lasse es, ne? Gut. Ja, aber über andere mal aufregen. Gucken wir uns unser Fernsehen heute an. Da ist Propaganda selbst im kleinsten Teil versteckt. Weiter geht's. Mit dem 28. März 1935, im Beisein von Reichskanzler Adolf Hitler, findet im Berliner Ufa-Theater die Premiere des Films Triumph des Willens von Leni Riefenstahl statt. Das von Hitler persönlich in Auftrag gegebene Werk dokumentiert den NSDAP-Parteitag 1934, der als ästhetisches Großspektakel inszeniert wird. Der Film macht Riefenstahl zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten in der Filmszene des NS-Regimes. Oh, eine Frau, Gottes Willen, ne? Ist ja total gegen das, was heute über den Nationalsozialismus verbreitet wird. 31. März 1935, Totenkopf SS bewacht die Lager. Die im Sommer 1934 vom Inspekteur der Konzentrationslager Theodor Eicke begonnene personelle Umorganisation der 7 KZs im Deutschen Reich ist weitgehend abgeschlossen. In den Lagern werden SS-Wachverbände stationiert, die nicht mehr dem Gesamtverband der allgemeinen SS angehören, sondern als SS-Wachverbände oder SS-Totenkopfverbände bezeichnet werden und einen besonderen Zweig der bewaffneten SS bilden. Zu den nun von den Totenkopfverbänden kontrollierten Lagern gehören Dachau, Esterwege, Lichtenburg, Sachsenburg, Columbiahaus, Oranienburg und Fuhlsbüttel, in denen sich etwa 7.000 bis 9.000 Häftlinge befinden. Mit der Aufgabe der Umorganisation wurde Eicke als Belohnung für sein ebenso rücksichtsloses wie entschlossenes Handeln während der Röhm-Affäre im Juni 1934 betraut. Als er persönlich den unbequem gewordenen Stabschef der SA, Ernst Röhm, erschoss, Eicke, der im Rang eines SS-Brigadeführers steht, hatte im Sommer 1933 die Kommandantur im Konzentrationslager Dachau übernommen und es zu einem Musterlager ausgebaut. Bereits hier entwickelte er ein Überwachungssystem, das sich nach und nach auch in anderen Lagern durchsetzte. Als besonders wirkungsvoll entpuppt sich die Einsetzung von Kapos, die sich aus den Reihen der Häftlinge rekrutieren und bei bestimmten Arbeitskommandos die Häftlinge befehligen. Und da mal Bild: Inspektionsbesuch in Dachau mit Robert Ley stehend, dem Reichsorganisationsleiter der NSDAP. Links neben ihm Theodor Eicke, SS-Inspektor der Konzentrationslager, mit Mitgliedern der SS. Im Zuge der Umstrukturierung gründet Eicke die sogenannten SS-Totenkopfverbände, deren Aufgabe in der Bewachung der KZ-Häftlinge liegt. Tja, wie ist es denn heute? Für besonders spezielle Fälle werden auch spezielle Gefängnisse errichtet, sehen wir in Stuttgart-Stammheim etc. Auch dort werden ja besonders geschulte und linientreue natürlich hingeschickt und nicht die wanken könnten. Und da hier sehen wir zum Beispiel auch wieder die Lügen der SPD, die sind heute natürlich ungestraft oder beziehungsweise ohne Bedenken verbreiten können über alles Mögliche. Diese
diese Immigranten-SPD in Zürich oder wo sie saß, von wie vielen hatten die gesprochen? Oh, von 55 oder sowas, Konzentrationslagern in Deutschland. 7 Stück waren es. 7 Stück, die sich so nannten. Ne? Aber das war schon immer die Aufgabe der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, so richtig asozial gegen Deutschland zu hetzen, zu spalten, die Bevölkerung gegeneinander aufzubringen, damit der SPD-Bonze oben seinen fetten Posten behält. Ne? Ja, schönen Gruß an Herrn Gabriel, Herrn Scholz, Herrn Lewenz, Herrn Pistorius, Herrn Schulz, Frau Nahles, Frau Barley. Na, ich höre jetzt auf. Ne? Das wird mir noch schlecht. Weiter geht's mit dem letzten Artikel heute, und zwar der 23. April 1935. Polens Parlament entmachtet. Der starke Mann Polens, Józef Klemens Piłsudski, führt einen Schlag gegen das Parlament. Staatspräsident Ignacy Moszczycki unterzeichnet auf Piłsudskis Initiative eine Verfassung, durch die das Parlament nahezu vollständig zugunsten von Regierung und Staatsoberhaupt entmachtet wird. Seit Einführung eines demokratischen Systems im Jahre 1921 beschnitt Piłsudski, Gründungsvater der 1918 gebildeten Republik und Kriegsheld, die Kompetenzen des Parlaments. Gab es keinen Aufschrei aus der Weltöffentlichkeit. Überall hat man in Portugal, überall sind solche Diktaturen aufgebaut worden, wurden Parlamente aufgelöst, Alleinmacht beschlossen, wie der eine Österreicher, ich komme nicht auf den Namen, ihr wisst, wen ich meine, den sie im Jahr vorher um die Ecke gebracht hatten. Das hat komischerweise zu keinen Boykotten und Aufrufen der Zionisten aus Amerika geführt. Nur als wir dasselbe taten, passierte das. Und warum? Weil wir den Zionisten ihre Macht genommen hatten. Und wie sich das ausgewirkt hat, haben wir schon alleine in diesen 2 Jahren gesehen. Dem deutschen Volk ging es schlagartig wesentlich besser. Es ging aufwärts, die Leute bekamen Arbeit, wenn auch natürlich auch teilweise mit Maßnahmen. Aber man kann natürlich nicht das, was Zionisten, Bolschewisten und Kommunisten in 13 Jahren runtergeritten haben, in 24 Monaten wieder gerade rücken. Ne? Und die haben wir ja in dem Moment noch gar nicht rum. Muss ich mir überlegen. Doch ja, ungefähr 24 Monate, war Anfang 33. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Anschauen des Videos. Ich hoffe, ihr habt wieder was dazugelernt. Das eine oder andere wieder aufgefrischt. Ein paar Denkanregungen dazu bekommen, was die Geschichte betrifft und gegenüber dem, was uns unsere Historiker heute immer darüber erzählen wollen. Und ansonsten verbleibe ich wie immer mit: haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch, ciao, ciao, euer Egon.